Hey da Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind immer noch am Ranken mit unserem Battlemage und er ist eigentlich ganz erfolgreich. Wir müssen jetzt scheinbar wieder gegen einen Battlemage spielen. Ich finde diese Mashups immer extrem bescheuert. Aber okay, jetzt gucken wir mal, wer mehr Damage machen kann. Gut. Dann. Spielen wir mal den befallenen Lied im Schatten. Ich meine, immerhin haben wir eine ganz gute Kurve. Spricht schon mal für uns. So, dann gehen wir mal rein. Bleiben mal ein bisschen in der Kurve. Und so. Haben schon mal ganz gut Schaden machen können. Und es ist keine Prophezeiung geplatzt. Das ist ja unglaublich. Jetzt muss er erstmal glotzen. Uns gehört auf jeden Fall der First Blood. Formation schließen. Ich wusste, dass er die hat. Ich wusste es einfach. Aber okay. Wir könnten. Wir könnten einfach einen opfern. Mit einer Give-a-Fuck-Einstellung. Dann dem ein bisschen was geben. Wir könnten natürlich auch das hier machen und einen unserer Kreaturen schützen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber die setze ich ja lieber ein, wenn wir noch richtig krass durchkommen. Und nicht die Verschwendung, um das hier zu töten. Deswegen setzen wir einfach den Morkul Torwächter ein, um ihn halt noch ein bisschen zu buffen und ein bisschen Schutz zu geben. Und gehen weiter ins Gesicht. Okay, den kann er schon mal fesseln und dann in der nächsten Runde kann er den hier töten. Das wird wunderbar. Das ist natürlich jetzt bitter. Wir hätten hier aber die Möglichkeit, unsere Wache einmal zu spielen, um uns hier zu verteidigen. Seid wachsam. Und einfach nochmal den Verwüster. Wir beschränken uns mal auf eine Seite. Weil wir da dann einfach besser durchbrechen können, weil wir da einfach mehr Kreaturen haben, mit denen wir Sachen machen können. Und dann können wir auch den Kampfstreitkolben irgendeiner Kreatur, die mal durchkommt, geben. Das wäre natürlich sehr positiv. Okay, der käme durch, da können wir den Kampfstreitkolben dann auch schon einsetzen. Jawohl, 8 Schaden. So, nur noch 10. Natürlich gut für ihn. Jetzt kann er da schön reingehen und ihn vernichten. Und wir haben leider keine Möglichkeit, jetzt irgendwie irgendwas aufs Board zu bekommen. Ne? Früher war ich ein Abenteurer. Ich meine, es ist jetzt gut, dass er das macht. Er gibt uns jetzt mehr Kreaturen aufs Feld. Formation schließen. Lass niemanden durch. Den hätte man lieber auf der Seite gespielt. Okay, machen wir so. Und mystischer Drache. Und dann hoffe ich mal, dass ein bisschen was übrig bleibt, dass wir dann mit dem Blitz und dem Streitkolben super gut durchkommen. Formation schließen. Lass niemanden durch. Ja, mach ruhig den Schaden, mach ruhig. Ah,
das ist doof. So, ich bin gespannt, was wir jetzt an Karten noch bekommen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und Schildbrecher, auch gut. Damit kämen wir jetzt super gut durch. Ja. Okay, ich bin gespannt. Einmal Schildbrecher. Dann hätten wir schon mal 6 Schaden. So. Fordert mich nicht heraus, Schuft. Bam. Wir hätten auch jetzt Kampfstreitkolben nehmen können. Es ist genug. Aber für alle eigentlich da. Egal, was er macht. Blitz. For the win. Ich verbeuge mich vor eurem Blitz hat's eh gerissen. Aber das hätte mir sofort Lethal gegeben. Ah. Okay, hat gut funktioniert. Weiter geht's. Okay, Leute, hier kommt's jetzt drauf an. Wir müssen nur noch einmal gewinnen und dann Rang 4. Ist natürlich jetzt nichts allzu Besonderes, ne? Rang 4. Da reiche ich eigentlich so fast jeden Monat. Ist ja eigentlich Quatsch. Aber wir kämpfen wieder gegen eine Mischung, die uns das Leben wieder zur Hölle machen wird. Das ist schon mal sicher. Weil der wird jetzt sowieso sterben. Der kriegt irgendeine Giftkreatur vorgesetzt. Oder sowas. Das ist ja eigentlich noch ganz gut. So, zack. Zack. Dann können wir hier nochmal uns mit dem Wächter verteidigen. Haben wir schon mal das Board auf unserer Seite. Könnten wir in der nächsten Runde bereits mit den Kampfstreitkolben arbeiten. Oder auch nicht. Nicht aufgeben. Wenn wir das jetzt in Kampfstreitkolben einsetzen, so dann. Für das wäre ein bisschen doof. Solange ich habe. Machen wir so. Zack. Fallener Lied. So, die Rune bricht, der macht nochmal einen Schaden. Okay, wenn er jetzt mit Nahaglief kommt, sieht's sehr schlecht für uns aus. Bitte kein Nahaglief. Okay, damit killt er die. Okay, Ahnenblutgrad. Das Schlimmste wäre natürlich, wenn er die eine Karte spielt, wo er ständig viel Leben bekommt, wenn er einen Drachen spielt. Das wäre nervig. So, wir brechen gleich erstmal die Rune. Die Trolle sollen euch holen. Wir brechen erstmal die Rune auf. Nicht aufgeben. Zack. So steht es. Wir haben nochmal ein bisschen was, womit wir arbeiten können. Jawohl. Ja, Gesundheit. Okay, den kann er töten. So, jetzt hat er hier aber immer noch Kreaturen, die Schaden machen können. Wenn er jetzt alles schafft zu fesseln, wäre es extrem bitter. Kein Problem, wir haben Schildbrecher. Damit können wir auch noch leben. Und hätten sogar 7 Magiker. So, wir geben dem mystischen Drachen den Buff. Vier.
ist natürlich jetzt riskant. Aber wir könnten ihn jetzt auf einmal vernichten. Wenn jetzt keine Rune ploppt. Wir könnten also den Kampfstreitkolben geben und reingehen, dann würden zwei Runen ploppen. Das wäre natürlich bitter. Hier könnten wir ihn, könnten wir diese ganze Sache sofort beenden. Aber da besteht halt eben die Chance, dass er sich irgendwie verteidigen kann. Hier riskieren's. Gutes Spiel, gutes Spiel. Und bam. Puh. Das hätte auch schief gehen können. Okay, Rang 4, Leute. Bam. Das ging sogar ziemlich schnell. Also, wirklich, Prophecy Battle Mage ist einfach so unfair. Das ist einfach unglaublich, unglaublich unfair, das Deck. Das ist echt unfair.